Herzlich willkommen bei Minecraft Feed the Beast, natürlich mit den zwei Chaoten und mit mir natürlich, ne? Hier, so. Ja. Was hast du da in der Hand? Achso, das ist die Axt mit den Smaragden, oder nicht? Oder? Naja, das ist die Axt. Die Axt? Okay. Ja. Okay. Ja, wir sind ja das letzte Mal. Ach, ich muss mich erstmal entschuldigen, weil das letzte Mal gab es ja keinen Tschüss und da hast du nicht gesehen, keine Verabschiedung. Es lag daran, dass erstens mal unsere Zeit um war. Und drittens, ja, einfach mal Minecraft abgestürzt ist und deswegen wollte ich mich halt nochmal entschuldigen, aber ich hoffe, ihr schlagt mir eh nicht den Kopf ab, ich krieg eh kaum Kommentare, hihihihihi, und ja, Leiter, aber mittlerweile ist es ja wirklich so, dass viele, also mir wurden jetzt schon einige Nachrichten geschrieben von wegen, ah, du machst richtig geile Let's Plays, mach weiter so und welches Minecraft Feed the Beast zocks, also welches Modpack und so. Und ja, also wir spielen hier gerade zurzeit das Direwolf Version 2. 2.0. Genau, Direwolf 20 2.0 in der Version Minecraft Version 1.5.2 mit weiß nicht wie viel Mods, 120? 102. 103 Mods. Und ja, also wir sind hier jetzt noch dabei, irgendwie unsere Hütte fertig zu bauen und. Ja, also erstmal sind wir ja nicht mehr da, wo du abgestürzt bist, weil wir sind vom Nether ja zurückgelaufen. Genau. Wir waren nicht mal im Nether. Doch, wir waren durch. Wir waren genau im Nether. Wir sind durch den Nether gelaufen in die Testwelt rein. Und dann bin ich ja abgekratzt. Also ich stand schon auf der anderen Seite vom. Ja. Ne? Das ist aber noch ganz weit weg vom Testwelt. Ja, das ist jetzt unwichtig. Das können wir ja mal zeigen, wenn wir hier so halbwegs Ordnung bekommen haben, weil. Ja. Und was so wollen wir jetzt Schnickschnack schon genug machen und geschweiden, ich mache jetzt erstmal mein Handy an, weil das ist mir so wichtig, das habe ich bei Facebook gelesen jetzt, da musste ich mich so zeiern, die gehen erstmal weg, ja wir gehen schon arbeiten, lest ja, du mal vor, genau, weil wir brauchen ja was zu essen. Und zwar geht es darum, wie Frauen und Männer duschen, ja, also schweige dann in Einserschritten, also erstens, zweitens, bla bla bla, ne, so, wir fangen natürlich mit der Frau an, das geht so. Ja, wie eine Frau duscht. Erstens, ausziehen und die Wäsche nach Farbe und Temperatur ordnen. Zweitens, auf dem Weg ins Badezimmer einen langen Bademantel tragen, wenn der Ehemann vorbeikommt und alle kritischen Stellen abdecken. Drittens, schaut sich ihre Verfassung im Spiegel an und denkt daran, mehr Bauchmuskeltraining zu machen. Viertens, in der Dusche benutzt sie einen Gesichtswaschlappen, einen Armwaschlappen, einen Fußwaschlappen, einen langen Naturschwamm, einen Bratennaturschwamm und einen Birnstein. Fünftens, sie wäscht sich das Haar einmal mit Gurken und danach mit einem Shampoo mit 43 Vitaminen. Sechstens, Gurken? Ja, Gurken steht hier wirklich. Sechstens, sie wäscht sich das Haar noch einmal, um sicher zu gehen, dass es sauber ist. Siebtens, nach einem Haarkonditioner mit Grapefruit, Minze und natürlichen Avocadoöl. Sie lässt das 15 Minuten einwirken. Achtens, sie wäscht sich das Gesicht mit einem Schrupper zerkleinerten Aprikosen, bis es rot wird. Neuntens, den restlichen Körper wäscht sie mit Körperpflegemitteln aus Ingwer, Nuss und Java-Kuchen. Java oder Java-Kuchen? Java-Kuchen. Zehntens, Conditioner ausspielen. Elftens, Achselhöhlen und Beine rasieren. Zwölftens, Wasser aus. Dreizehntens, mit einem Gummischrupper und alle Wasserflecken aufwischen. Schimmelflecken mit Badezimmerreiniger besprühen. Ja, und das ist wie Frauen duschen, ne? 14. Aus der Dusche raus abtrocknen. Ja, nee. Genau, aus der Dusche raus abtrocknen mit deinem Handtuch. Ein kleines Landes Haare mit einem super saugfähigen Handtuch. Da hatte der Schreibtyp ja natürlich einen Hänger gehabt. Und trocken ruppeln. 15. Den ganzen Körper nach Pickel untersuchen. Haare mit einer Pinzette rausreißen. Aua. 16. Zurück ins Schlafzimmer, dabei einen langen Bademantel tragen und ein Handtuch auf dem Kopf. 17. Wenn der Ehemann vorbeikommt, wieder alles sorgfältig bedecken. So, jetzt kommt's. Und nun wie ein Mann duscht. Auf die Bettkante setzen, ausziehen und auf den Stapel werfen. 12. Nackt in das Badezimmer laufen, wenn die Frau vorbeikommt, mit dem Wienerle wackeln und Huhu machen.
Und keiner lacht. Toll, weil sie arbeiten. Ich denke gerade so an mich selber und ich muss Ja, gerade komplett genau, feststellen. das ist gerade das, was mir so krass durchgeht. So, drittens, in den Spiegel schauen, dein Wienerle anschauen und am Arsch kratzen. Viertens, in die Dusche steigen. Fünftens, Gesicht waschen. Sechstens, Achselhöhle waschen. Siebtens, Nase mit der Hand schnor. Moment, Ja. Moment, Moment. Sechstens, wer macht denn sechstens? Achselhöhlen waschen? Ist ja was für Mädchen. Ja, okay. Siebtens, nasse. Ich frage mich gerade, wie du duscht, Alter. Klebst du deine Achsel? Dampfstrahler. Okay, siebtens, Nase mit der Hand schneuzen, Dusche wäscht alles weg. Korrekt. Achtens, Furzgeräusche machen echt oder nicht, darüber lachen, wie laut sie in der Dusche klingen. No Es wird noch besser. Neuntens, die meiste Zeit dafür verwenden, die privaten Bereiche zu waschen. Zehntens, den Po waschen und die ausgefallenen Haare an der Seife hängen lassen. Elftens, Haare shampoonieren. Zwölftens, mit dem Shampoo einen Irokesenschnitt probieren. 13. Jetzt kommt's, pissen. Das war 13. Und das in der Dusche, ja. 14. Ausspülen und aus der Dusche raus. 5. Leicht abtrocknen, Selbstgespräche über die Wasserflecken außerhalb führen, weil der Duschvorhang die ganze Zeit aus der Badewannehaus heraushing. 16. Nochmals die Größe des Wieners im Spiegel betrachten und abschätzen. 17. Duschvorhang offen lassen, nasse Duschmatte auf dem Boden liegt und Ventilator anlassen. 18. zum Schlafzimmer zurück mit dem Handtuch um die Hüfte, wenn die Frau wiederkommt, vorbeikommt, das Handtuch wegziehen, mit dem Wienerle wackeln und Huhu machen. 9. nasses Badetuch aufs Bett schmeißen. 20. noch halb na nass selbst ins Bett springen, auf den Rücken legen und wieder ausgiebig mit dem Wienerle winken. Und das Ich war's. fühle mich da völlig verewigt. Ja, so sind Männer, ja. Also, Alter, toll. Und ich fall wieder rein. Ich will nur gucken, ja, weil da ein Loch drinne ist. Und ich Dann wir fall bauen durch. nicht. Dann wir bauen nicht Nein, selber. nein, nein. Wollt ihr noch eine andere Zwischendecke dann reinziehen? Weil Ja. dann, okay, dann geht klar. Ich helfe euch jetzt mal hier. So. Was wollten wir eigentlich für eine Zwischenreihe Da waren wir uns noch nicht einig. Du kennst doch, ich weiß nicht, warte mal, ich gucke mal, ob wir den Stein haben. Nein, wir haben keinen Marmor. Nein, nicht Wir haben Marmor, aber nein, den Stein. ich meine, den Stein, der im Dunkeln leuchtet. Es gibt nämlich auch, Glowstone. ja, Glowstone, aber es gibt halt auch Steine, die im Dunkeln leuchten, die halt wie Lampen sind. Glowstone. Nee, das ist nicht Weiß, was du Glowstone. da meinst, aber ich kann mich auf. Ja, das ist es gerade eben, ich guck gerade nach. Da Guck gibt es. mal. Ja, ich guck nach gerade eben. Nee, das brauchst du nicht. Also wir haben letztens in der Testwelt sind wir noch rumgelaufen und haben da brüchigen Stein gefunden. Der hatte so ansatzweise so eine ähnliche Färbung wie Marmor. Ja, also. Den So, Fußboden dann kann wird. man jederzeit verändern, aber es geht nach der Decke, weil es gibt wirklich solche Leuchtsteine, die, ich meine, du baust halt einen Cube, sag ich mal so. Und dann setzt du halt irgendwie ein Licht rein und dann kannst du daraus halt eine Lampe basteln. Und das ist halt dann so ein Würfel, so ein Dings halt dann. Tashi? Aber ich Nein. find's gerade nicht. Was fehlt uns eigentlich noch für ein Solarpanel? Warte. Allgemein alle Maschinen dafür. Ja, gut. Ich find's gerade nicht. Obwohl. Pass auf. Wo wollen denn die Maschinen hinbauen? Im Keller. Wir müssen Ja, erst von den Kampfmaschinen. aber nur die Maschinen, also ich weiß nicht, entweder alle Maschinen oder wir trennen das halt wirklich so, dass wir sagen, okay, wir machen einen Raum, wo die Maschinen da sind, die halt im Prinzip die Energie füttern, und dann machen wir einen Raum, wo wir die ganzen Dinger herstellen halt, also die ganzen Materialien. Also das können wir uns halt noch raussuchen. Ja, wir können hier unten noch eine Wand reinziehen. Das ist doch kein Problem. Ja.
Es gibt hier sogar Blöcke, die rot und blau sind. Kobaltblock beispielsweise und sowas. Ja, das kriegst du alles mit Nether. Oh Aber Mann, ey. ich hab gesagt, es war zu gucken. Oder wir machen das einfach so. Ich habe eine voll geile Idee. Und zwar ziehen wir wollten ja, wir können ja, halt, guck dir mal zu, Ranger? ganz kurz. Ja, ganz kurz, ganz kurz. Hallo, 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 Moment. hallo. So. Ey, die arbeiten wie die Irren hier. Und Haben wir sehr zwar, fertig wie gehabt. wär's denn, wenn wir das, Glas ist ja um ein Block, ne? Ja. Wenn man beispielsweise in der Höhe, hallo, Ja, wir hören zu. kommt ihr jetzt mal, nein, nein, nicht zuhören, komm mal her ganz kurz. Und zwar, wenn wir hier Glas reinziehen, ne? So in der Höhe, ne? Also wir können dann halt den Kellerboden halt nochmal um ein paar Blöcke runterziehen, das ist Da kein willst du Problem. dann Lava hinsetzen, Und oder? dazwischen halt Lava setzen. Das wäre doch geil, oder? Also, meinst du auf die Höhe Glas, Nein, da Lava nein, und nein, da nein, nein, Glas? nein, 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 nein. Auf die Höhe, wo ich zuerst den Block rausgeschmissen habe, Also, warte. Glas, ne? Da. Und hier kommen die Lava zwischen. Ja, müssen wir den Holzboden rausklatschen, weil sonst fackelt der ab. Ja, okay, dann machen wir das so, dass wir. Oder du machst da oben, da Glas, dann da Lava und da wieder Glas. Meinst hier Glas, ne? So und das Holz, dann Ich hätte Lava eigentlich noch mal und eine Glas. andere Idee, weil wir wollen ja hier eher noch eine Zwischendecke reinziehen, Ja, ne? genau. Also fällt ja der Block da oben schon mal weg. Ja. Genau. So, dann lass doch hier, also so reinbauen. Dann tun wir hier so einen Lava-Strang nach unten und auf ein Glas setzen. Oder wir machen es ganz einfach, wir ziehen uns einfach eine stinknormale Decke ein und bauen in die Wände, die frei sind von den Kisten, halt solche Dinger, wie Tashi gerade gezeigt hat, dass wir einfach hier hinter Lava stecken und dann eine Glaswand reinziehen, weißt du? Also da, wo Iron jetzt drin steht, Genau, Lava und davor Lava und dann Glas. davor Glas, genau. Dann müssen wir die Wand aber noch aus Stein machen oder so. Damit schick aussieht. Als wenn Ja. Stein unser Problem ist. Stein ist ja kein Problem, aber. Wir haben dann Also, noch so 6 Kisten voll oder so. das wäre ziemlich geil eigentlich, muss ich sagen. So. Also diese Wandstrippen da, diese Streifen, die Tashi da reingebuddelt hat, fand ich eigentlich ganz cool. Ja, und das mit Lava noch und Glas, das ist dann gleich eine Oh, Lichtquelle. hier, guck mal, der Pusher von oben. Kloppt den Boden raus und macht keine Wolle raus, ey. Ich habe keine Wein. Schaufel mehr. Ich habe keine Schaufel mehr. Ich habe keine Schaufel mehr. Ich hab noch eine, willst du hier haben? Ja, gib her, los. Ich fall mal runter. Hier. Hinter Unten dir. liegt sie. Da unten liegt sie, da unten. Ich weiß gar nicht, wozu er jetzt noch eine Schippe will. Wir sind sofort fertig. Alter, ich habe das Gefühl, der Keller ist zuerst fertig als das Haus selbst. Obwohl, das wäre mal gar nicht so falsch, weil dann können wir ja die Materialien fertig machen. Oh Tatsache. ja. Und dann können wir das Haus auch fix schnell Mir fertig fällt machen. jetzt erst eigentlich auf, dass wir einen totalen Fehler gemacht haben. Und was? In fern von den Rohstoffen. Schau mal, wie Wieso? viele Rohstoffe wir haben. Was wir daraus hätte machen können. Oh, hier ist ein Stein, der leuchtet. Oder so ein Hä? karierter. Was Guck mal, meinst was du? ist das für ein Ach, Stein? das ist, Bienenstock. ja. Was meinst du, Tashi? Hast du dir mal die Rohstoffe angeguckt, die wir in der Goldkiste haben? Ja. Stell dir mal vor, wir hätten die noch als Erz und hätten die dann verdoppelt. Ja, okay. Wie breit muss jetzt das sein? Eigentlich Ich weiß nur. nicht. Wollen wir es symmetrisch machen oder irgendwie so oder einfach irgendwie in eine Wand? Hat mir nicht gemeint, dass wir das so bleiben lassen. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal überall Stein wieder rein, aber welcher Stein? Na, Normaler Stein. Stein. Gebrannten Stein. Also so wie der Fußboden jetzt oder was? Box mal den Bienenkorb raus, ey. Oder meinst du jetzt so der Stein wie unseres Haus? Nee, Nee, ganz normalen normaler Stein. Stein. Ist ja ein Keller, ist ja kein Also Gebäude, sondern ein Keller. so wie der Stein, wie wir jetzt gerade drauf gehen, oder? Ja. Gut. Dann müssen wir den aber auch erstmal brennen, ne? Wir Doch, haben dort doch. irgendwie 6 Stacks oder so. Ich habe Ja. eins. Ich habe ein Stack. So, ich muss jetzt erstmal zuschütten. Ich Ich buddel buddel schon du mal die Wand raus. eigentlich schon irgendwie so, weiß nicht, nee. Pipelines bauen für die Lava, die wir hier haben, dass du irgendwie eine Maschine betreiben könntest, die wiederum schneller dafür zufügt, dass wir einen Ofen bauen könnten, der schneller brennt und so. Brauchst du nur einen Eisenofen?
Ja, aber Nee, aber du kannst aber er will rum. das probieren. Kannst du mir mal sagen? Nein, er will. Lass mich aus dem Fallen, vom Fallen gebracht. So, jetzt, ja, jetzt hab ich's wieder. Er will eine Maschine. Also, er will, dass ich eine Art Lava-Teilchbox baue, was dann in einem relativ großen Tank wie in der Testwelt läuft, damit wir dann alles damit betreiben können. Genau. Dank. Genau. Ja. Das dort. Gut, Mein dann. Eisen dürfen wir ja genug haben, aber wir brauchen erstmal Strom. Ja, Strom kannst du wiederum aus Lava gewinnen. Ja, aber Ja. erstmal haben. Das ist genau. Ja, okay. Dann machen wir das jetzt erstmal so. Das Ja, war. ich habe eine Idee. Das war erstmal. Genau. Das war. Wie groß muss jetzt das rein? Also, wir müssen jetzt noch eins rein. Iron. Ich buddel hier gerade nur die Steinwand weg, also das, was wir am Platz brauchen für die Steinwand. Genau, ich weiß, wie man Lava nach oben pumpen könnte. Ja, ich lass dich mal machen. Ich habe da null Ahnung von. Hat selber überlegen. Wie willst du denn Lava pumpen? Wir brauchen einfach nur einen großen Teich voller Lava. Ja, Dann hier nehme ich gibt's einen doch eine Geod. Nähe. Zum Haus? Hier müsste einer in der Nähe sein, ja. Gut, dann kann ich nämlich einen Geothermalgenerator bauen, den wir zu Heu jetzt viel zu viele eigentlich in der Testwelt haben. Dann kann ich nämlich die Lava hochpumpen aus dem Teich und das dann halt in so eine Bedbox, MFE, MFSU, wie man es halt haben will, reinsaugen lassen und dann haben wir Strom. Also, Und dann geht Tashi, das habe ich dir wieder. schon erzählt wegen meiner Festplatte? Nee, ne? Dass du die zurückgeschickt hast Genau, und. die habe ich ja zurückgeschickt, ja, so am Anfang des Monats, ja. Die haben dann mir geschrieben, ja, das dauert so 2 bis 3 Wochen. Da habe ich jetzt mal vorgestern angerufen und die meinte so, ja, die ist eigentlich schon längst da, aber die wurde nochmal zum Hersteller zurückgeschickt. So, und dann Hat habe es ich ne, gesagt. ja, Hardware versandt. Und, Warum bundelst du jetzt noch einen tiefer? Einen tiefer weil. brauchen wir für die Weil, klar, Lavafenster. weil hier kommt Stein hin. Verstehst du? Weil, Anni, du siehst ja Du nicht. stehst auf der eigentlichen Wand. Ja, nee, stimmt, du Da siehst stehst du ja. in der Lava. Das siehst du nicht. Stimmt, das siehst du ja nicht. Okay, alles klar. Scheiße, ich hab das jetzt gerade ein bisschen verpeilt. Also muss ich jetzt wieder alles zukleistern, ja? Ja. Ja, und jedenfalls habe ich da halt angerufen und die meinten halt so, ja, Ja, das die, wurde zum Werk zurückgeschickt. genau, wieder nochmal, also die haben das zurückbekommen Ja. vom Werk und mussten es nochmal machen, weil sie halt noch nicht alle Fehler behoben sind. So, und jetzt habe ich denen nochmal geschrieben, dass ich die verrechnet bekomme, weil ich gerne eine 2 TB-Festplatte möchte, weißt du? Weil dann können wir nämlich länger aufnehmen und dann könnte ich es auch vielleicht Warte schaffen, dass mal. wir jeden Tag eine Folge rausbringen. Kann ich jetzt mal ganz kurz mich hören? Ich muss mich jetzt erstmal ganz kurz mein Handy anschauen, weil das gerade meint, sich einfach automatisch runterzufahren bei voller Akkuleistung. Wenn das nicht mehr startet, wenn ich das nicht ans Ladekabel angeschlossen habe. So. Jetzt hört mich wieder. Ich würde sagen, wir machen Kiste, also Kiste. Kann man eigentlich an Glaskisten bauen, ja, ne? An Glas? An Glas ran. Also, ne? So wie Stein. Gute Also, Frage. kannst du. Ja, na klar, du stellst es ja an Glas ran. Du kannst ja auch auf Glas was stellen, glaube ich, oder? Ja. Haben wir mal ein paar Glasdinger da, um das zu gucken, wie ich das meine? Oben ist Weil Glas. dann können wir nämlich die, dann hätte ich. Entweder wir machen das so, dass wir wirklich halt aller bestimmten Blöcke abgezählt bekommen. Halt die Kacheln machen oder wir sagen, okay, wir ziehen jetzt halt einen, weiß nicht. Oder ich hätte eine ganz andere Idee. Dann können wir uns ganz sicher sein mit dem Tashi, guck mal hier. Nein. Wir können das ja auch so machen, dass wir sagen, wir ziehen hier unten eine Lavalinie, ne, so ringsrum halt, ne? Und dann halt Achtung.
Und dann halt nochmal so drüber. Und dann, wo halt, oder hier, ne? Hier kommt Lava hin. Und hier. Und dann kommen hier Kisten hin, weißt du? Dass wir das so als Ja, Lücken nehmen. ja, 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 hab eine ja, Idee. ja. Wir könnten ja normalerweise hier noch Auch. zwei tiefer in den Boden rein. Genau. Grund dafür ist, dass wir, Aber da haben wir eine Linie. wir müssen eh noch mal eins tiefer. Nö, Nein, 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 warte mal, wir müssen eh noch mal zwei oder drei tiefer, wenn du das vorhast, weil wir müssen ja noch mal eine Decke reinziehen. es ist sehr interessant, euch von der Seite zuzuschauen. Einer guckt nach oben, einer nach unten, einer nach oben, einer nach unten. Und keiner Ja, nimmt's ich hier auch. schon. Ja, hier, dein Schwert kannst du mal schön verstecken. Nee, ich meine jetzt, dass wir zwei nach unten noch bauen, dann eine Linie um den kompletten Raum ziehen, die mit Lava füllen oder mit Glas und das halt immer zur Mitte weiter zuspitzen. Ach so, cool. Das wäre natürlich auch ziemlich geil. Aber wir müssen drei tief gehen, weil du musst ja die eine Decke mitrechnen jetzt. Ja.